3, 4, 1. Hat sich irgendeiner eigentlich was ausgedacht? Ich habe nämlich gerade nichts zur Begrüßung. Nee, ich habe auch nichts. Mach irgendwas. Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Resident Evil 3 Remake Podcast. Ich begrüße heute. Nee, eigentlich bin ich ja eingeladen, deswegen halt ich jetzt. Ja. Oh, du hast bei mir gerade ein bisschen übersteuert. Okay. Schade. Das nehme ich jetzt wirklich als Intro, das hat mir gut gefallen. Oh Gott, ja. Eigentlich so werde ich auch öfters genannt, ja. Öfters, auch in anderer Betonung, meistens schreiend. Ja, auch so. Okay, keine Details bitte. War der Andi wieder bei dir zu Besuch gewesen? Der Andi? Nein. Ach so, ich dachte jetzt mit Gott und Betonung. Nee. Da haben wir es wieder. Ja, Resident Evil 3, du hast es ja gesagt, Markus. Ist schon ein bisschen länger draußen, aber Frauen wissen es, wir kommen immer als Letztes dran. Wir sind immer die... Frauen wissen es, wir kommen immer als Letztes dran. Genau. Ich weiß es nicht. Was? Ich habe 9 Tage gearbeitet und bin vor 2 Stunden aufgestanden. Was willst du von mir? Ich wollte gerade fragen, was hast du geraucht, Mann? Ich wurde von dir eingeladen zu diesem Podcast. Na, ich habe mir gedacht, okay, mit einem Saarländer und mit einem Sachse, also geht es um Randgruppen. Von Resident Evil wusste ich gar nicht. Ich wollte eigentlich so einen kleinen Podcast über Baumpflege machen, aber... Gut, okay. Wer schreibt mir jetzt eine Nachricht? Ey? Das läuft ja, das artet ja völlig aus. So. Ey, es ist besser als Nachbarn zu haben, der ganz am Schluss anfängt, hier Heimwerker-Künste zu machen. Ach ja. Ja, ja, stimmt, Thomas, da war ja was. Immer wenn wir anfangen, was aufzunehmen, was zu streamen. Wir sind am Ende angelangt, man auf immer. Ein ganz großer Fan von dir, ne? Ja. So, bevor wir jetzt mal weiter über Bohren und andere Dinge reden, wie fandet ihr es? Wir haben es ja alle drei gestreamt, wir haben es alle drei gespielt, der Markus und ich haben es als Let's Play zusätzlich noch gemacht. Wie fandet ihr es? Wer möchte anfangen? Ja, gut, also ich fand Resident Evil 3, ich wurde ja auch selbst im Stream, ich habe ja einen Stream gemacht gehabt, wo ich das komplett von Anfang bis Ende gespielt habe und kann man auch machen, geht ja wirklich nicht so lange. Ich glaube, das haben wir auch alle drei gemacht, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe es auch von Anfang bis Ende im Stream. Ja, genau, Thomas hat's direkt auch gemacht, ja, an dem Tag. Ich war dann am Schluss bei dir nochmal im Stream drin. Richtig. Und ich weiß gar nicht, Flo, müsste es auch gemacht haben. Aber ich hab's einen Tag später machen müssen wegen Arbeit. Ja. Ja, ist ja absolut drin, ist ja überhaupt kein Thema, weil, ist ja so in 6 bis 7, maximal 8 Stunden kriegt man's hin. Ja, ja, sagen wir mal so, knapp 7 Stunden kriegst du es hin. Ja, auf jeden Fall. Ja, und ich fand's echt cool. Mir hat es Spaß gemacht. Natürlich gab es wieder Stellen, ja, die haben ein bisschen genervt, wo ich halt wirklich sagen muss, da ist mittlerweile Resident Evil in dieser Form nicht mehr zeitgemäß. Ja, also gerade so das Typische mit den so das Sicherungssuchen und da der Schlüssel für das und das und so weiter. Gibt es natürlich auch noch in anderen Games, aber so wie es halt da gemacht ist, das ist schon, ja, ich sag mal, ja, das waren auch Sachen, die mich bei Resident Evil 2 schon ein bisschen abgenervt haben, ne? Weil du bist dann halt, du willst einen geilen Loot halt und bist halt schon in dem Zimmer vorgedrungen. Und dann willst du in die Tür rein und dann fehlt dir das mal wieder und so weiter. Und dann bist du irgendwann in Korridor F und kriegst dann den Scheißschlüssel und kannst dann wieder die ganze Scheiße wieder zurücklaufen. Und so weiter. Gut, das ist Resident Evil, aber
Die so abstruse so, Regeln, ja. Abstruse Rätsel rumlaufen. Ja. Denk an den siebten Teil, wo du so einen komischen Quader aus Holz holen musstest und aber ihn so drehen musstest für eine Spinne. Ja, das stimmt, aber irgendwie da war ich von den Rätseln nicht so, also wobei der Dreier mich, man muss dazu sagen, und da habe ich teilweise schon Verwunderung mit eingesteckt, beziehungsweise also Leute haben, ich dachte, ja, so, ja, wirklich, wie ich gesagt habe, Dumi hat der Dreier sogar jetzt vom Remake, sogar besser gefallen als der Zweier. Weil ich muss sagen, die Polizeistation hat mich richtig teilweise im Remake abgefuckt. Aber nur die mit Leon. Wer war es nochmal? Die Claire. Mit Claire war es dann schon wieder was anderes, ja. Boah. Aber ja, an sich fand ich es halt cool, waren ein paar andere, also du hast ein paar andere Schauplätze gehabt, du hast andere Waffen mal zur Verfügung gehabt und ja, es hat Spaß gemacht und auch, ich sag mal, die Mordsbedrohung, die es da ja gab mit Nemesis, wo sie dann ja gesagt haben, oh, der sitzt ja immer im Nacken, ja, das war eigentlich... Also so richtig bedroht habe ich mich von dem nie gefühlt, aber das war auch beim Tyrant nicht so, beim Zweier. Ja, war okay. Ja, an sich, wie gesagt, hat mir das gut gefallen. So ein paar Stellen, wie gesagt, das mit der Sicherung, das war eine Stelle, oh, da habe ich, glaube ich, aber gut, das war halt auch zu einer Zeit, da geht es ja schon gegen Ende und da hat man schon ein paar Stunden auf dem Taro gehabt. Da war ich teilweise so genervt, weil das dann unten so in den verwinkelten Katakomben da ist. Ach, in der Kanalisation, meinst du, oder? Kanalisation und das hat ein bisschen, das hat mich schon ein bisschen genervt. Ähnlich wie das mit dem ganz kurz. War das mit dem Schachdings? Ganz kurz, ja, das Schachding war furchtbar. Wir laufen jetzt schon ein paar Minuten, ich sag's jetzt an dieser Stelle trotzdem nochmal, wir spoilern, weil inzwischen sollte jeder Resident Evil 3 gespielt haben oder ein Let's Play geschaut haben. Wieso sagst du das immer mitten, wenn wir schon drin sind? Weil ich es am Anfang immer vergesse, Thomas. Deswegen. Dann schreib das doch mal irgendwo auf. Habe ich mir jetzt sogar tatsächlich. Ich habe die Datei nicht offen. Jetzt habe ich sie offen. Ja. Ach, scheiße, da steht sogar die Begrüßung, die ich machen wollte. Ach, hör auf. Leck mich. Deine Begrüßung wäre leck mich gewesen, okay. Ja, genau. Hallo, liebe Zuschauer, leck mich. Super. Ich glaube, da verscheuchst du alle. Heute sogar mit Schokogeschmack. Oh. Leicht nussig. Ich zeige euch die wahre Bedeutung von Schokobrunnen oder was. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Ja, nee, aber an sich war ein cooles Remake auf jeden Fall. Grafisch. Sehr anschaulich, konnte man sich wirklich angucken. Sehr anschaulich, man sich wirklich angucken. Nee, war halt wirklich wieder, genauso wie der zweite Teil, haben sie gut hingekriegt. Also wenn man sich dann, wobei ich denke mir immer, aber so ist es fast mit jedem Spiel, dass ein Remake kriegt. Da denke ich mir immer, boah, so schlecht hat es doch niemals ausgesehen, wenn du dann Bilder siehst. Aber tatsächlich doch, so hat es ausgesehen. Ne? Wenn du dir wirklich Bilder vom eigentlichen Resident Evil 3 anguckst, da hast du gedacht, so schlecht hat es niemals ausgesehen. Aber das ist halt einfach, weil du jetzt so viel Besseres gewöhnt bist. Ja? Nicht nur und das, du machst in deiner Fantasie auch einiges besser. In meiner Fantasie siehst du auch viel besser aus als in der Realität. Und Thomas... So ein Kobold mit Brille in meiner Fantasie. Ach, du liebst es. Ein Kobold mit der Brille. Genau. Ja, nach 5 Jahren ist das Einzige, was ich über Thomas weiß, dass er eine Brille trägt. Ich hab einfach einen Kobold aus ihm gemacht. Das ist so. Das ist halt das Sachsenbild, das man so hat. Das ist toll. Das ich bin ein Kobold. Das ist super. Ich wusste es! Das Sachsenbild ist von dir, dass man eine Brille auf hat. Das nicht, aber mit dem Kobold. Sachsen, ich sehe Sachsen immer so als so kleine Kobolde. weil du dir immer die Koboldaufmärsche anguckst. Genau. Oh Gott. Nein, das ist ein anderes Thema. Ja, dann sieht man, ach, schön, guck mal, Laternenumzug für Kinder. Ach nee, das ist ein Fackelzug von Sachsen. Die sind halt einfach nur so klein. Ja.
Ja, aber was ist denn Evil, Thomas? Da war ein Traditionen aufgepflegt. Oh Gott. In Sachsen. Nein, was? Oh Gott. Ja, was ist? Es gibt genügend Spastis in Sachsen. Da sind bestimmt noch ein paar Kobel dabei. So. Wo waren wir? Ich hab den Faden verloren. Das anschaulich war. Also anschaulich. Anschaulich zum Angucken, genau. Ja. Ich habe jetzt den Faden verloren, spielt's bei Kobold, das tut mir leid. Okay. Wir haben noch nie mitgespielt bei Resident Evil. Nee, danke, Flo, dafür. Bitteschön. Ja, ich habe ja Resident Evil auch durchgespielt am Release-Tag, war das? War ja. Am Freitag. Stimmt, ja. Ja. Für mich war natürlich Grafik auch geil. Also, grafikmäßig sah eben auch so Grafik gewaltig für das zweite Teil aus. Das vom Remake. Und spieltechnisch, ja, hast du euch, ist eigentlich nie jetzt groß vergleichbar mit dem zweiten Teil, weil ja, aber kam da, ja, es war ähnlich und kam da schnell rein und so. Was ich mir gewünscht hätte für das Remake vom dritten Teil ist, dass Raccoon City etwas größer gemacht hätten, etwas freier, dass du da mehr erkunden kannst. Es war ja alles wirklich so straight forward bis zum Ende. Staublevel halt. Ja, ja, ja. Und ja, was mich jetzt nicht so abgefuckt hat, waren ja die typischen Rätsel, haben mich jetzt nicht wirklich abgefuckt. Das ist für mich eben Resident Evil, das gehört eben dazu, dass du wirklich von Position A nach Position B rennst, um dann das Item zu holen, was du dann wieder für eine Tür brauchst. So, was auch immer. Also ich finde, selbst das ging, weißt du, selbst im Dreier, also im Zweier, war, da waren die Rätsel auch noch knackiger. Ja. Und im Dreier, gut, da ist ja einiges auch noch weggefallen, wie, ja, klar. Wie der, ich glaube, da war ja auch irgendwie der Uhrturm oder sowas, war ja auch, glaube ich, wieder mit genau. drin. Genau. Ja. Nur dass im Remake diesen Ohrenturm, dieses ganze Drumherum eben als Arena dann aufgebaut haben. Mhm. Für eben die zweite Form von Nemesis, dass sie eben daraus einen kompletten Bosskampf gemacht haben, was im Original nicht so ist. Da kannst du wirklich Ohrenturm da hochkraxeln und irgendwann taucht dann Nemesis oben auf, taucht dann da auf mit seinem Raketenwerfer, was da jetzt im Remake nicht so war. Was ich auch nicht schlimm fand, dass die wirklich eine so konsequente Linie gefahren sind mit Nemesis, dass sie eben dann die zweite Form komplett anders gemacht haben als im Original. Beim Original, das stimmt, ja. Sieht er ja komplett anders aus. Hat er noch seine menschliche Form, nur dass jetzt seine ganzen Tentakeln da rausgewachsen sind. Japanisch und halt. Ja, japanisch halt, ne? Wie sie es eben damals so gut fanden. Und was mich nur am Anfang Nemesis gestört hat, das habe ich auch im Flur mal gesagt, das ist eben, als man den enthüllt hat, war dieser kleine Knubbel, der wie so eine Nase ausgesehen hat, das war das Einzige, was mich an Nemesis gestört hat. Aber so jetzt vom Design her und von den Designentscheidungen fand ich das schon ganz gut, besonders also zur letzten Stufe, wo du dann wirklich mit diesem Lasergewehr ihn dann platt machst. Sah schon alles sehr geil aus, würde ich sagen. Ich muss jetzt für mich sagen, ich war jetzt nie enttäuscht vom Remake. Ich habe jetzt auch nicht wirklich so große Punkte, wo ich jetzt viel meckern würde. Für mich hat es eben dieses Grundfeeling, was du hast, hat es für mich am Anfang gut transportiert. Und es gab auch Momente, wo ich mich von Nemesis schon bedroht gefühlt habe. Ah, das ist dann wieder weggefallen. War. Er hat eben nur gescriptete Momente, wo er eben auftaucht und wirklich so eine Gefahr ist für ihn. Und sonst ist es nicht wirklich, sonst ist es wirklich so straightforward. Du machst eben deine Sachen, um weiterzukommen und dann, war es dann vorbei. Dann hast du es durchgespielt und hast dann die Geschichte mit Jill durchlebt und mit Carlos. Und
Ja, ich war eigentlich so mein Fazit, ich war nicht enttäuscht. Aber ich fand es nicht so gut wie den zweiten. Da fand ich den zweiten schon besser. Weil der zweite für mich schon mehr so düsterer war, was ich jetzt im dritten Teil nicht so gehabt habe. Also, ja, kann man so machen, aber man hätte, das Spiel hätte bestimmt noch Potenzial nach oben gehabt, aber alles im Allen ist es ein gutes Remake vom Original und muss sich auch nicht wirklich verstecken. Was mir noch sehr gut gefallen hat, also so ging es mir halt, dass man nicht so die krasse Munitionsknappheit hatte wie beim Zweier. Ich meine, das ist ein Stilmittel, das gehört ja dazu, ne? Dass du gerade denkst, oh scheiße, jetzt ist es schon wieder leer und krass, was mache ich denn jetzt? Und oh, schnell da noch was zusammenfügen, vielleicht das eine Pulver und so weiter, dass du schon noch in Hektik verfällst und so weiter. Aber fand ich eigentlich da ein Pluspunkt sogar, dass ich sagen musste, okay, du hast eigentlich ein gutes Waffenarsenal, also wenn irgendwas kommen sollte, bist du gut gerüstet. Ja, das stimmt. Dass man Munitionsknappheit steigt erst, je höher du im Schwierigkeitsgrad spielst. Ich hab's mal auf schwer gespielt und da merkst du schon wirklich, dass da musst du irgendwie mit Munition aushalten da würde ich schon knapp. Aber das merkst du erst wirklich, wenn du so höhere Schwierigkeitsgrade spielst. Aber das Original war ja auch schon actionreicher gewesen. Ja, klar. Also das hat auch schon einen Grund gehabt. Ja. Also schon allein die Carlos-Passagen, wo du das erste Mal mit dem Sturmgewehr unterwegs bist, ne, das ist ja schon, da merkst du schon, okay, nice. Und was ich auch noch sehr begrüßt habe, war halt einfach, dass du die Ausweichrollen hattest und so weiter. Das war was ich wirklich im zweiten, also klar, gab es ja nicht. Nee. Deswegen habe ich es nicht vermisst, aber im dritten gab es ja, glaube ich, weiß ich gar nicht, gab es im Original. Im Original gab es das. Das war gut. Wie oft konnte ich mich bei den Zombies dann doch mal wegrollen oder sowas oder auch bei Nemesis? Fand ich sehr gut. Das war in Ordnung. Ja, das hat so richtig gut ins Spielgefühl gepasst und war immer dann sehr praktisch, wenn du wirklich im richtigen Moment da ausgewischen hast und diese Slow-Mo hattest, wo du dann in Ruhe die Zombies und so abknallen konntest. Das war schon praktisch an manchen Punkten des Spiels. Ja. Muss nur noch beim nächsten Remake Dead Eye. Dead Eye-Modus. Ja. Genau. Ja. Stimmt. Es war schon ein bisschen vorgegriffen. Glaubt ihr aber, dass der vierte, da ranken sich ja noch so ein bisschen die Geister, ob da eventuell ein Remake kommt, weil der ist ja eigentlich, ja, kann man gespaltener Meinung sein oder sowas. Aber der ist ja eigentlich noch ganz gut in Schuss, sozusagen. Der ist ja noch ganz gut gealtert. Also ja, er ist nicht schlecht gealtert. Er hat sich noch ganz gut gehalten, dass die schon noch super spielen. Aber die haben das schon so oft jetzt neu rausgebracht für Switch, PS4 und was weiß ich noch. Und ja. Deswegen, ja. Ich sage ja auch, die anderen waren halt alles PlayStation 1-Titel. Da hat es Sinn gemacht, auf jeden Fall. Aber diesen Teil zu bringen, ja, macht ruhig, gibt uns alles, ja, nochmal ein aufgehübscht oder sowas. Ich feiere es auch total, dass jetzt nochmal der Pro Skater Tony Hawk kommt. Warum nicht? Das war ein Spiel, das ich gesuchtet habe ohne Ende. Aber das macht vielleicht auch halt nochmal Sinn, ne, sowas nochmal zu bringen. Oder allgemein, ich finde halt, so Remakes machen halt wirklich nur Sinn, wenn du dann wirklich einen optischen Mehrwert hast. Und das hast du halt beim zweiten gehabt, das hast du auch beim dritten. Das hast du auch so gehabt, wie jetzt zum Beispiel bei Crash Bandicoot oder bei Spyro the Dragon oder so, weil das halt nochmal komplett neue Spiele, also beziehungsweise nochmal im neuen Glanz war. Trotzdem die alte Mechanik noch drin hatte, mit ein paar Verbesserungen und so weiter. Da macht das Sinn. Anders wie wir es wahrscheinlich wieder erleben werden jetzt zum Beispiel, wobei es auch wieder einen Unterschied gibt zwischen Remake und Remaster. Mafia Meister.
Ja, Mafia zum Beispiel. Ja, come on. Ja, gut, ich meine, gut, Mafia 3, da hat sich ja eh nichts geändert, nur dass halt alles dabei ist, die ganzen Zusatzpacks. Und der vierte, der zweite, ja. Also ich habe mir die PC-Version angeguckt. Ja, klar, sieht die ein bisschen feiner aus, aber hat man das jetzt gebraucht? Ja, ich weiß nicht. Der Einser macht wiederum Sinn, finde ich. Da freue ich mich auch total drauf. Da bin ich sehr gespannt drauf, den werde ich mir wahrscheinlich holen. Deswegen das Bundle, ja, habe ich auch überlegt, aber eigentlich habe ich ja 3er. Der 2er habe ich noch zu gut im Gedächtnis, obwohl der auch sehr gut war. 1er, da habe ich Bock drauf. Aber ja, wie gesagt, also ich finde, Remakes machen dann nur wirklich Sinn, wenn du halt wirklich sagst, okay, da ist auch schon ordentlich, ja, das Spiel hat auch ordentliche Jahre auf dem Buckel und ja, würde ich sehr gerne neu aufgemacht sehen. Also den vierten Teil meinst du jetzt? Ja. Also ich... Ja, der vierte Teil, achso, der vierte Teil, also ja, wie gesagt, der vierte muss ich nicht unbedingt jetzt nochmal neu haben oder genauso, also alles jetzt, ab jetzt vielleicht den vierten noch, aber alles danach ist eigentlich Quatsch. Ich denke, die gehen dann vielleicht auch in eine neue Richtung vom Erzählen her, weil sie haben ja jetzt schon im dritten ein bisschen was von der Story geändert. Denke ich auch, also ich denke eh das nächste, ich weiß gar nicht, ob man überhaupt als nächstes ein Remake, ich denke das nächste wird wirklich Village sein. Ja, gut, das haben sie ja schon gesagt, Village und ja, dann das nächste Remake. Richtig. Ja, ist doch cool, habe ich Bock drauf. Also ich würde mir lieber, bleiben wir mal beim Remake, ein Remake von Code Veronica wünschen. Oh ja, stimmt. Das ja, würde ich mir selbst lieber wünschen. Ja, wäre auch geil, auf jeden Fall. Doch, gehe ich absolut mit. Danach könnten sie das vierte... Sehr geiler Titel. Ich habe es leider nie gespielt. Ich kenne ihn nur so von der Geschichte her. Echt nicht? Was denkst du? Doch, Code Veronica war mega gut. Also ey, das muss ist wirklich sein. Gut. Kann man sich für die PS4 auch kaufen, habe ich gesehen. Ja, ist ja immer bei irgendeinem Sale dabei. Ja. Werde ich auch noch machen, aber gespielt habe ich ihn wirklich noch nicht. Aber ich finde einfach die Gegner, die Idee, Geschichte, Darstellung, was ich da alles schon gesehen habe, hat der Teil mir einfach so gut gefallen. Absolut, absolut. Und ist da würde ich halt wirklich mal also, im neuen Gewand sehen. Weil das war ja auch noch teilweise die alte Kamera. Ja, also, genau. Ja. Das stimmt. Ja, das war das erste, also es war ja damals ein reiner Dreamcast-Titel erstmal und sah genial aus. War das erste Mal, wo du halt so im Prinzip sehr hoch, also für den Zeitpunkt hochauflösende Grafik hattest. Ne, das erste Mal halt wirklich ein Resident Evil, das wirklich sehr, sehr glatt aussah, so rein von der Optik. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Fand ich ultra nice. Also die können den vierten dann meinetwegen auch remaken. Habe ich kein Problem damit. Ja, aber dann will ich es halt auch wirklich, das Spiel, das ich schon kenne, das ich liebe. Und dann will ich aber noch, bin ich auch ein bisschen egoistisch, ich will da mehr. Ich will da nicht nur eine geile Grafik und alles. Ich will dann auch noch in der Jacke von Leon S. Kennedy. Das auch. Vielleicht auch von der Bekleidung, aber das ist eine andere Sache. ich möchte diese scheiß Passage nicht haben. Die soll sich ein bisschen wehren können. Dieses 0815 Frauenbild. Ah, Hilfe, Hilfe. Hey, Leon, listen. Fick dich. Ja, die nichts kann. Ja, also da das müssen sie dann anders machen im Remake. Aber ansonsten soll es so bleiben. Ich will dann aber halt noch einfach ein bisschen mehr Geschichte. Ich will die Gebiete ein bisschen ausufern da. Ich würde Capcom zutrauen, dass sie es ruhig machen. Was ich im Dreier auch eigentlich gefeiert habe, was leider ein bisschen zu kurz kam, hätte ich gerne nochmal vielleicht gehabt, wie in der zweiten Szene, also die Anfangsszene kennt ihr ja, wo halt hier Jill aufwacht und das ist ja in der Ego-Perspektive. Mhm. Da habe ich erst gedacht, boah, cool. Hätte ich ja nicht mehr mit gerechnet, weil wir ja alle wussten, ist ja doch Third Person. Und dann ist ja doch irgendwo Ego-Perspektive, geht aber dann relativ schnell ist ja dann vorbei. Ist okay, klar, von der Action her finde ich es gut, dass sie auf jeden Fall sich für Third Person wieder entschieden haben und das nicht in Ego komplett gemacht haben. Wobei, gut, hätten sie vielleicht ja als Alternative anbieten können. Aber ja, wie bei Red Dead Redemption kannst du ja auch beide. Das am Anfang fand ich cool. Ich hatte sogar, wie sie dann wieder aufgewacht ist, wie sie dann die Injektion gekriegt hat und so weiter im Krankenhaus später, habe ich gedacht, dass sie vielleicht da auch wieder so einen kleinen Part reinmachen. Haben sie nicht.
Aber ich fand's cool. Also, wo man dann kurz mal in der Wohnung rumgeht und so weiter, fand ich nicht schlecht. Allgemein so der erstmal das in der Wohnung, dann der kurze Albtraum und so weiter. Fand ich ganz cool in Szene gesetzt, ja. Ich finde es schön, dass du das in Albtraum erwähnst. Das finde ich schade, dass sie das nicht ein bisschen ausgebaut haben. Eigentlich also schon, ja. Sie scheint schon. an posttraumatischen Belastungstrauma zu leiden, würde ich jetzt einfach mal sagen. Was im ersten Teil durchgemacht hat, klar. Ja, aber du merkst ja nichts mehr. Und dann später dieser Traum, wo sie dann wieder sowas hat. Also, Das stimmt. Ich schätze irgendwie, dass sie vielleicht, wenn mehrere Zombies da sind, dass sie ein bisschen Panik kriegt, dass es vielleicht schwieriger ist zu zielen. Irgendwie so spielerisch halt auch gerne mal was gemerkt. Dann wäre auch, dass man mehr Munition hat, finde ich, wäre dann, hätte man trotzdem die Panik, weil man weiß, ich ziel schwieriger. Oder auch je näher die kommen oder sowas. Und dass sich das aber halt auch im Laufe bessert, dass sie dann immer mehr damit umzugehen weiß. Ja, das würde aber nicht zum Charakter passen. Ja, aber warum baut man das sowas überhaupt an? Da hätte man es lassen sollen. Da hätte man meinetwegen, was weiß ich, so ein Regal, wo so ein Zombie-Köpfer, das war mein erster Kill. Das stimmt. Das ist wieder so der Widerspruch, wie man es zum Beispiel beim ersten Tomb Raider bei diesem Remake hatte, ne? Ja, genau. Oh Gott, ich habe versehentlich einen getötet. Anfängerin, wo einfach nur auf dem Bootsrib ist und auf einmal eiskalte Killerin, ja. Im Prinzip gut, Jill ist ja da jetzt keine Anfängerin. Natürlich hat sie einiges drauf, hat aber auch einiges erlebt. Und klar, natürlich, du kennst ja auch so wie in der Realität mit Leuten, die in Afghanistan waren, die ja dann immer noch ein Trauma hinter sich haben, wenn irgendwas dann explodiert oder sonst irgendwas, immer noch das im Kopf haben, ne? Und so weiter. Wäre cool, ist natürlich wahrscheinlich für Resident Evil ein Riesenspagat. Und gerade in so einem Remake, glaube ich, wäre es aber trotzdem geil gewesen, gebe ich dir absolut recht, ja. Das hätte ihm nochmal eine andere Note gegeben. Das ist halt genau das Ding, wo ich dann einfach sage, bei so Magen wie Resident Evil oder Call of Duty, ist ja jetzt, gut, wenn der Podcast rauskommt, ist es schon wahrscheinlich vielleicht schon wieder raus, aber weiß nicht. In der Zeit sind zwei neue Call of Duty erschienen. Genau. Und noch ein Multiplayer. Nee, aber heute kam ja der World War II kostenlos rein bei PlayStation. Kann man sich herunterladen. Und wisst ihr, ne? Ich habe mich schon runtergeladen. Ja, genau. Ja, und da ist ja auch so geile Story-Sachen angeteasert, ne? Quasi mit dem Holocaust und so weiter und so fort, wird aber dann nicht konsequent halt weitergeführt, ne? Weil es dann halt sich immer wieder so sagt, okay, wir sind ja doch halt nur ein Ego-Shooter, der zwar gut gemacht ist, aber der dann halt wieder zu wenig in die Materie dann geht. Wäre geil gewesen, ne? Also da wünsche ich mir dann, okay, dass so Dinge dann teilweise von, keine Ahnung, Naughty Dog gemacht werden oder so. Oh ja. Die würden dann wahrscheinlich richtig krass abgehen in so Dinger. Ja, ja. Man weiß es nicht. Ach, das wird eh. Ach Gott, ich will gar nicht denken. Bald halten wir es in den Händen, aber es ist wieder ein anderes Spiel. Ja. Aber Resident Evil von Naughty Dog wäre auch bestimmt schön. Dann wäre das eine ganz andere Richtung. Ja, das stimmt. Dann würden sie mehr auf Storytelling gehen. Ja, wobei, im Siebener. Man kann ja jetzt viel, ich weiß gar nicht, wie habt ihr den Siebener eigentlich gefunden an sich? Vom Spiel her und so weiter. Hat er euch gefallen oder fandet ihr kein Resident Evil? Also ich war begeistert. Ich auch. Ich war sehr begeistert. Definitiv. Nicht nur, dass es in der Ego-Perspektive gespielt hat, was schon wieder ein komplett anderes Spielgefühl gibt, als wenn du es für Person machst. Ich fand auch die Neuausrichtung, wie sie es gemacht haben, sehr klug als im Sechsten. Beim Sechsten war es nur Geballer, Geballer, Geballer. Actionfeuerwerk. Actionfeuerwerk. Und im Siebten war es mehr Atmosphäre. Was ich im Siebten ein bisschen vermisst habe, war diese Gegnervielfalt. Du hast maximal vier Gegnertypen. Und das war mir persönlich zu wenig. Da bin ich ein bisschen verwöhnt von den früheren Teilen. Da wirst du mit Gegnern beballert bis zum geht nicht mehr. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Aber in allem bin ich immer noch begeistert vom siebten Teil. Spielen auch immer wieder gerne. Und
Er wird auch immer noch, er wird auch noch immer gut angenommen, ne? Er wird immer noch oft gestreamt, tatsächlich noch, wie man sieht, und die Begeisterung ist immer noch dafür da. Entweder es gibt tatsächlich noch Leute, die kennen ihn entweder noch gar nicht, wo ich dann denke, okay, wo war der die ganze Zeit? Aber ich finde es trotzdem cool, dass sie ihn dann nachholen. Und dann gibt es natürlich auch welche wie wir, wo es trotzdem feiern und trotzdem uns dann nochmal angucken oder selber vielleicht nochmal spielen und sagen, ach ja, die Szene, ja, die war ja, die war sehr geil oder so, ja. Und vor allen Dingen, ja, ich kann mich da noch erinnern, es war jetzt halt wieder ein anderer Teil, aber den fand ich halt so intensiv, weil klar, immer einmal die Ego-Perspektive, dann gleich mit der Frau und wie krass die dann gleich am Anfang abgeht, wo du gleich mal denkst, holy shit, was geht hier ab? Ja, ja. Ach du liebes bisschen, das wird Hardcore. Ja. Aber ja, das war genau das. Kleiner Funfact zu der Szene. Am Anfang vom 7. Verliert man ja etwas. Ja, richtig. Das ist eigentlich nicht geplant gewesen. Eigentlich wollten sie die Szene noch extremer machen. Stimmt, hat also, schon was mitgekriegt. Man verliert den Arm durch eine Kettensäge. Mhm. Und eigentlich wollten sie es machen, dass man in der Mitte durchgesägt wird. Dass man die Kettensäge durch den Arm verliert. Genau, genau. Ja, was? Dass man sich dann die Kettensäge auf den Arm pflanzt. Entschuldigung, falsches Setting. Dass die Kettensäge einen in der Mitte durchschneidet, quasi Beine ab, und dass man dann wegkriecht und die Arme dann noch raus. Ah, ja, stimmt, ja. Das hätte ich, oh, nee, boah. Aber ob das dann bei uns durchgekommen wäre. Na? Mittlerweile, ich muss ja ganz ehrlich sagen, und da ist die USK ja wirklich mittlerweile sehr, sehr, also fast schon friedlich geworden. Also ja, sie ist tolerant. Was sie früher alles geclaimed haben, so in der Art, und nö, das auf gar keinen Fall in Deutschland, ne, vergiss das, ist heute alles kein Thema mehr, wo ich denke, holy shit, okay, das habt ihr tatsächlich ab 16 rausgegeben. Oh, ab 12. Da, okay, oder genau, richtig, ja. Ab 12. Ach, Outlast 3, Gedärme, Penis, Kannibalismus, okay, ab 12. SpongeBob Bikini Button, okay, das geht 18. Ja so einfach raus, ab 18, ja, genau. Ja, My Little Pony, ja, krass. Habe ich heute noch Albträume. Und auf jeden Fall, das ist ein Trauma, das kriegen wir nie wieder weg. Nein. Oh Gott. Bibi und Tina, sage ich nur. Der Reiterhof. Ich sehe die beiden einfach nur wild vor sich her. Vergesst jedes Menschen, jede Polizeistation von Resident Evil. Der Reiterhof. Holy shit. Aber das ist jetzt wieder ein guter Übergang, weil was mich am Dreier gestört hat, war der Gewaltgrad tatsächlich. Der Gewaltgrad? Ach so. Der ist rückgeschraubt worden. Ja, das stimmt. Und zwar, weil Shinji Mikami gesagt hat, der zweite war ihm zu brutal. Meinst du das vom Original oder vom Remake? Ich meine vom Remake. Also das Remake vom zweiten war Shinji Mikami zu brutal. Und der hat ja, ich glaube, der hat nicht mal eine Beraterrolle gehabt bei den Remakes, aber der hat dein Name ist halt, er hat ein gewisses Gewicht. Und wenn der sagt, also ich finde, das ist zu brutal, dann hört man drauf. Ich meine, er war immer noch brutal, aber wenn ich mir den zweiten überlege, wo ich einem in die Bauchdecke geschossen habe und das Ding kommt mit heraushängendem Gedärm auf mich zu, der Schädel fehlt halb und er will einfach nicht zu Boden gehen. Das war für mich richtig Atmosphäre. Da habe ich auch Panik gekriegt. Scheiße, wann stirbt dieser Wichser endlich? Da hat man das und man hatte aber trotzdem ein fettes Grinsen noch auf den. Ja, aber ja, das leider. Ja, da kam der Masochist raus. So. Geil. Ja, ey, du konntest die ja zerlegen, das war Wahnsinn. Das fand ich halt schade, dass sie das zurückgeschraubt haben. Weil das finde ich, das ist so ein Atmosphäreverlust an dem Punkt gewesen. Stimmt, ja, okay, ja. Ja. Wobei schon du noch die Köpfe abschießen konntest oder sowas, aber klar, nicht mehr in der Definition wie im zweiten. Ja, es war nicht mehr so splattermäßig. Ja, also das war ja ein Schadensmodell, Mortal Kombat ist da ja teilweise nichts dagegen gewesen. Das stimmt, wenn ich dran denke, wie oft ich die Pumpgun genommen habe und ja, außer Blutfontänen kam nichts, also gefühlt habe ich nichts weggeschossen oder sonst was. Ich dachte auch, okay, naja, schade. Das hat es halt immer schön ausgemacht. Ne? Das war der Grund, warum ich es gekauft habe. Jetzt muss ich doch wieder auf echte Menschen schießen. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Was? Was? Wow. Hab nichts gesagt. Wow. Nee, wir haben es nicht gehört. Ja gut, aber Amokläufe in der Schule, die rentieren sich ja momentan gar nicht. Ja, so
Thomas, wie war das bei unserer, tut mir leid, Cards Against Humanity-Folge? Ja, was ist das für ein Lärm da draußen? Der Amoklauf von Winnenden. Es gibt Silencer, ihr Assis. Diese Karte habe ich nie gespielt. Deswegen. Nein, das war ich. Also, die war selbst geschrieben. Ich bin ein bisschen stolz drauf. Das, ich glaube, ja, ich bin ein bisschen stolz drauf, aber das ist ein anderes Thema. Oh Gott. Okay. Wie Gegnervielfalt ist auch gut. Wie fandet ihr die Gegnervielfalt im dritten? Ich fand die gut, muss ich sagen. Habt ihr was vermisst? Ich bin, wirklich. Gut, ich hätte mir die Trading Diamonds gerne weggewünscht, weil die im Remake wirklich wie Spinnen aussehen. Ich hätte gern die richtigen Spinnen gehabt, die Riesenspinnen gab es am drin. Doch. Ich will in dieser Grafik so eine richtig fette Vogelspinne rumkrabbeln sehen. Die Spinnen, ja, die war schön. Und vor allen Dingen dann, der Deep Throat. Ja, die Folge, siehst du mal, das Clickbait immer noch schön läuft, ne? Deep Throat des Grounds habe ich das genannt, die Folge. Ja, Deep Throat des Grounds ist aber trotzdem gut geklickt worden. Und, Ja, das Bild ist auch gut. Ja. Ja. Nee, ist aber genial, ne? Wir haben die Zombies in allen möglichen Formen. Wir haben dann kurz mal halt die Spinnen, klar, dann haben wir die Liga sogar, die wieder mal kommen. Das fand ich cool. Ich glaube, die waren im Original auch gar nicht drin gewesen. Ja, gerne. Ja, ich glaube nicht. Da müsste ich jetzt aber rechnen. Müsste ich jetzt auch nicht, aber die waren halt noch vom Zweier da, da haben sie gedacht, komm. Ja, nochmal recyceln. Ja, komm, die kommen nochmal. Fand ich aber nicht schlecht, das war schon cool. Ja, war für mich ist das, ich freue mich immer, wenn ich die sehe. Ich mag die Liga, das sind coole Gegner. Ja. Und die Liga mögen dich. jedenfalls. Die mögen den Schokobrunnen. Ich habe jetzt gerade ein ganz abstruses Bild hier gerade vor Augen. No. Es wird der Realität nicht mal ansatzweise gerecht. In Originalgröße zum Aufhängen dann. Im Schlafzimmer natürlich. Dann. Ja. Ja. Mit so einer beweglichen Zunge? Oh Gott. Die kann man auch einschalten. Wie Pretty Wings. Animatronics, ja, im Bild noch, ja, warum nicht? Ja. Ja. Nee, aber da haben wir die Hunter, wo ja dann auch im Dreier Einzug erhielt. Ja, die Hunter Gamma? Nee, Gamma und Alpha. Beta, Entschuldigung, nicht Alpha, Gamma und Beta, genau. Genau. Die Alphas gab es ja nicht. Gamma und Beta, genau. Die Gammas fand ich schlimm. Die fand ich richtig. Die waren gut designt, aber die waren saugeil. Ich fand die richtig cool. Ich fand die schlimm, weil die konnten mich mit einem Move konnten mich killen. Das fand ich nicht so toll. Dieser eine Raum, wo zwei Stück von den Drecksäcken drin sind, den habe ich gehasst. Ja, vor allem, genau, beim Dreier war es so, ich habe nimmer, also beim Zweier hatte ich tatsächlich viele Flashbacks, wo ich gewusst habe, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, ne? Gerade Polizeistation und so weiter und so fort. Beim Dreier war nicht mehr allzu viel, also der ist mir nicht so gut im Gedächtnis geblieben. Aber allerdings, das, was ich noch gut in Erinnerung hatte, war dann später im unteren Trakt da vom Labor und so weiter, wo halt der Gang ist, wo die ganzen Hunter quasi unter Verschluss sind in diesen Säulen diesen quasi. Kapseln, ja, das ist die Klonanlage. Da wusste ich schon, ich weiß noch, was damals passiert. Ja, aber Fun Fact, auch mal vom Zweier noch, damals, wie ich das mit einem Kumpel gespielt habe, hatten wir eine Komplettlösung, weil wir bei irgendeiner Stelle mal derbst hängen geblieben sind und da habe ich mir dann eine Komplettlösung geholt. Und die haben wir immer dann irgendwie, wenn mal eine Stelle war, haben wir die uns dann rangeholt und dann irgendwann haben wir die ganze Zeit, war noch ein dritter Kumpel dabei und der hat das halt immer so mitgelesen, wo wir gerade sind. Und wir sind dann in dem Verhörraum und er hat schon vorher schon vorgelesen, pass auf, wenn er in den Verhörraum kommt, aus dem Spiegel kommt ein Ligger. Und wir, alles klar. Ne? Wir rennen in diesem Verhörraum rum. Es passiert einfach gar nichts, überhaupt nicht. Und wir denken nur, ja, was erzählst du da? Ja, hier steht's und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, dann hat irgendeiner dann ein Munitionspäckchen oder sowas eingesammelt. Und genau in dem Moment kam er dann raus. Oder wie wir rausgegangen sind. Also wir haben absolut nicht mitgerechnet, sind aber dann alle drei erschrocken und so weiter. Ich glaube, beim Rausgehen war das gewesen. Ja.
Und bei dem, beim Remake war es nochmal irgendwie anders. Beim ersten Mal ist er, glaube ich, gar nicht rausgesprungen. Beim Remake ist er bei Claire rausgesprungen. Genau, richtig. Im Remake ist er erst sogar, glaube ich, bei Claire so. Wenn du mit Leon da durchgegangen bist, da wurde die Scheibe schon kaputt. Irgendwas war. Ja, bei Claire ist er rausgesprungen dann. Ja. Überleg mal die ganze Zeit. Also rennen die ganze Zeit Claire und Leon im Polizeipräsidium, treffen sich nicht einmal. Nee. Das ist doch das ist ein bisschen peinlich. Siehst du mal, wie groß das Teil war. Also, das Polizeirevier. Achso, gut, dass du das jetzt noch ergänzt hast. Ich fand aber auch die Alpha Gamma geil designt. Ja. Also, die haben mir echt gut gefallen, muss ich sagen. Die haben mich überrascht, weil das Design war völlig anders. Ich meine, die Beta. Ja, die waren auch nicht anders. Waren auch ein bisschen anders, weil im Original riesig. Waren die doch so wie Tumore, wo aus denen rauskommen. Wie Tumore. Ja, ich weiß nicht. Warzen, sehr, Pickel. Ja, die Tumor sahen klingt cooler. Aus. Und jetzt, die Gammas waren ja einfach nur die Frösche, die im Ganzen schlucken können. Also, das ist auch ein Deep Throat des Grauens. Ja, die waren groß, weiß und konnten komplett wegstuppen. Ja, das war ja jetzt im Remake, wo sie so aussahen. Aber im Original sahen die völlig anders aus. Und deswegen hat mich das so überrascht, als die das erste Mal aufgetaucht sind, weil ich sie so nicht erwartet hätte. Ich finde das eine gute Konsequenz. Ich fand's cool. Ich fand's auch cool, die Geschichte, die sie denen gegeben haben, so ein bisschen geändert. Weil es passt immer noch, trotz veränderten Aussehen, in die Lore. Mhm. Weil in den späteren Teilen kommen die auch vor, die sehen aber anders aus. So, und jetzt haben sie es aber so gemacht, dass die quasi jetzt entwickelt wurden und die Wissenschaftler, die das gemacht haben, nach Europa abgehauen sind. Und dort wurden die Gammas entwickelt. Also kann man das jetzt sagen, das ist quasi der Testlauf, der erste Prototyp. Und die in anderen Teilen auftauchen, in späteren Teilen und anders aussehen, sind halt das Ergebnis der weiteren Forschung. Es passt immer noch super rein. Da, finde ich, haben die sich echt Mühe gegeben. Definitiv. Aber ansonsten... Was ja eigentlich im Remix ist, dann auch die Wissenschaftler, die retten wollten, weil die irgendwie... Das war im Remake aber auch. Die sollten, die Forschung war nicht so toll und ich liebe sie, wie sie aus den Eiern schlüpfen, die kleinen Geräusche und wie sie die Kanalarbeiter im Ganzen verputzen. Ach Gott, ist das süß. Ja, stimmt, wo man den einen... Ja, der Liebesbrief an diese Dinger. Ja, der war schön, ja. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, da merkt man halt, dass Fiktion ist, weil, come on, ein Virus, der alle zum Durchdrehen bringt, sowas wird niemals passieren. Nein. Vor allem, ich habe nachgeschaut, in den Läden gibt es noch Klopapier. Ja. Völlig unrealistisch. Völlig unrealistisch. Nein, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, Bei mir zur Zeit auch. Das ist unglaublich. Ja, umso besser. Also jetzt ist genau die Zeit für so Sachen rauszubringen. Definitiv. Definitiv. Ja. Aber Thomas, was du gesagt hast mit Nemesis. Und du hast auch was von offenem, also ein bisschen offener. So hätte ich mir es eigentlich auch gewünscht, weil das erste Gebiet kann man ja noch als relativ offen betrachten. Du kannst mehrere Wege gehen. Ja, du hast schon das Gefühl, du bist in so einer Straße unterwegs. Ja, das Stadtgebiet ist relativ offen mit seinen ganzen Läden und dann kannst du Das hätte ich mir selbst ein bisschen größer gewünscht, muss ich sagen. Ja, genau, das meine ich. Und dass Nemesis dann halt auch wirklich dort lauert und auftauchen kann. Nicht nur, wie du sagst, an den vorgegebenen Stellen. Also ich habe es dreimal durchgespielt. Einmal im Stream, einmal als Let's Play und dann einmal noch mit einem Freund. Oh, doch schon. Und zweimal ist Nemesis, wo diese Gasse ist, die brennt. Mhm. Nachdem du im Unterwerk warst, taucht ja Nemesis dann auf und verfolgt dich in dieser Sequenz. Genau. Und wenn du durch die Gasse wiederkommst, dann kommt Nemesis ja. Und bei mir ist er zweimal an der Stelle gekommen, beim dritten Mal ist er dann nicht aufgetaucht. Also es ist nicht vorgegeben, dass er immer auftaucht, sondern es gibt so ein bisschen Variation. Aber das macht trotzdem, das macht für mich nicht so viel aus. Ja, aber selbst wenn es solche kleinen Variationen ist, es ist ja trotzdem gescriptet. Ja. Es ist ja gescriptet, dass er, wenn du das Spiel so weit schon abgeschlossen hast, dass er dann an dieser Stelle auftaucht, egal ob er sofort spawnt oder ein bisschen später spawnt, letztendlich ist das gescriptet. Er taucht trotzdem an dieser Stelle auf. Ich habe das ganze Gebiet gelootet, bevor ich da zum Unterwerk bin und dann war das auch gar kein Problem mehr.
Dann hatte ich mit ihm kein Problem, da konnte ich einfach den Weg langlaufen. Also spätestens an der Stelle habe ich das sogar gemerkt, gerade mit dem Gescripteten, als ich das geschnitten habe, hatte, weil da habe ich dann eine Stelle beim schon Verwandelten bei der zweiten Form von Nemesis entdeckt. Und ich meine, er hat zwar kein Ohr, aber er hat so eine leichte Öffnung. Und da war so eine Art Verbindung drin. Und da hat er wahrscheinlich auch immer den Funk gekriegt. So, Jill Valentine ist jetzt gerade wieder am Start. Auftritt Nemesis. Und dann ist er dann auch gekommen. Genau. Achso, meinst du, wo er das erste aus dieser Wand bricht? Stimmt. Ich habe da so einen Stuhl gesehen, so einen Tisch und so eine Tasse Kaffee. Ja, dann, genau, ich hab den, er zwinkert auch immer, das erkennt man aber nur, wenn man die Frames dann sich genau anguckt. Nemesis, wo bist du? Ich bin noch im Pausenraum. Dein Auftritt! Oh, scheiße, wo? Links, durch die Wand! Surprise, Motherfucker! Ja, oh, links hab ich gesagt! Sorry. Entschuldigung, wollte nicht stören. Meistens die doch rechts. Oh, scheiße, aber, ich hab mich an Dreharbeiten von Batman gestört, sorry. Aber eins muss man Nemesis lassen, wenn er auftaucht, dann taucht er Bericht auf. Ja. Ich finde auch seine Fähigkeiten cool. Dass er einfach an dir vorbeispringt, dass er schneller ist als du, dass er dich mit den Tentakel ranziehen kann oder sich selbst irgendwo hochziehen kann. Also das haben sie schon cool gemacht. Er kann jetzt auch andere Zombies infizieren mit seinen Parasiten. Also. Ja. Ach so, so haben sie übrigens das mit der Lore. Das ist nämlich jetzt auch gekommen. Sie haben das so von der Lore her erklärt, dass dieser Parasit, diese infizierten Zombies, dass der Parasit an Nemesis seinen Parasiten quasi Signale gibt und das ist wie so eine Videokamera, wo er dann weiß, ah, da ist sie gerade, deswegen weiß er immer, wo du bist. Und ich fand eigentlich auch seine geskripteten Auftritte aber cool. Mit dem Flammenwerfer, das war richtig cool inszeniert. Mit dem Raketenwerfer habe ich mir gedacht, Alter! Ja. Raketenwerfer kennen wir ja aus dem Original, ne? Ja, aber ich finde das so geil, die Rakete schlägt einen Meter neben ihr ein und du wirst nur weggeschleudert, der hat nichts. Ja. Sein erster Auftritt fand ich auch ganz cool, wo er durch die Wand bricht. Ja, der Anfang, der war richtig gut. Ja, er ein paar Mal in die Fresse geballert, kriegt nichts passiert. Ja. Und dann mit dem Auto. Wenn wir jetzt das Bedrohungslevel jetzt mal nehmen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war jetzt zum Beispiel gerade halt Nemesis. Ja, also bedroht habe ich mich, wie gesagt, nie gefühlt. Ich habe nur gedacht, ah, ist er wieder da, okay, alle hopp. Ist halt so. Genauso wie halt bei Tyrant, ne? Du hast ihn halt gehört. Fand ich vielleicht noch noch ein bisschen, obwohl der ja noch weniger machen konnte. Aber trotzdem, weil es halt wieder mal wieder das Gefühl da war, dass sich einer verfolgt, war es trotzdem irgendwie, hatte das intensiver im Nacken, war das also für mich jetzt intensiver im Nacken. Aber wo ich es richtig krass fand, war halt Jack im Teil 7. Halt. Ja. Weil Jack, oh, der war ja echt unberechenbar und da bin ich ja wie oft zusammengezuckt, wenn der mal um die Ecke kam oder ja, der war ja echt ein Drecksack. Das war ja. Seine Frau war auch. Ja, oh. Die fand ich noch nerviger mit ihren scheiß Insekten. Ja. Ja, stimmt, ja. Ja, ich fand es noch nerviger, als er zur Spinne wurde, dann war es bei mir aus. Ah, hör auf. Jetzt kann man vorstellen, bei The Village sitzen sie nochmal eins drauf. Da haben Da Infos bekannt ist oder an angeblichen Leaks, weiß ich jetzt schon, ich werde dieses Spiel hassen. Was gibt es denn schon für Leaks? Also du wirst von einer Hexe gejagt. Also wird vermutlich wieder eine andere Version dieses Pilzes sein. Oh Gott. Weil Umbrella hat es ja so gemacht, dass die, wenn, oh, der Hund gefällt mir, der Zombie-Hund, den klone ich jetzt. Da waren ja, also im ersten Teil sind ja alle Hunde. Zombie-Hunde, die du triffst, eigentlich nur der Klon von dem einen Zombie-Hund, der denen gut gefallen hat. Und ab dem zweiten Teil, also alles in Raccoon City, sind alles richtige Zombie-Hunde. Vielleicht gibt's nur Schäferhunde oder Dobermänner, ich weiß es nicht, der Stadt. Ja, die haben so ein Zombie-Dackel oder so ein Zombie-Chihuahua hätte ich gerne mal gesehen, das wäre bestimmt cool. Zombie-Chihuahua, kann ich nicht ernst nehmen. Ich stell mal vor, du machst die Tür auf und da sitzt nur so auf so einem Sessel so der Zombie-Chihuahua. Du denkst, oh, Glück gehabt. Und dann auf einmal öffnet sich der Kopf und da kommt so ein Tentakelvieh raus. Ja, so ähnlich wie es doch, glaube ich, wo war das? Man in Black oder wo? Nee. Das war? Ja, genau. Oder nee, wo war es? Bei Play-Tunzi gibt es so einen. War das bei Play? Ach, da stimmt. Ja, der Hund von der Vampir-Tunzi da, stimmt. Ja, stimmt. Hast recht. Ja. So hätte ich mir das vorgestellt. Ja. Das wäre doch mal bestimmt eine geile Szene. Ja, so Badenbeißer. So. Au, au, au.
Aber Hexe, meine Wade. Aber Hexe hört sich schon gut an. Ja, und immer, wenn die verfolgt, also es soll ein sehr offenes Gebiet sein. Die taucht immer wieder auf, verfolgt dich und wenn du es schaffst, sie zu besiegen, dann. Bestimmt. Dann dann werde ich schreien, ich hasse diese Bewegung. Dann, wenn du sie besiegst, dann kann sie sich, verwandelt sich in so einen Insektenschwarm, der dich dann noch angreift, der ist unbesiegbar, da musst du da abhauen und alles. Ich weiß es nicht so. Es klingt cool als Horrorspiel, aber Resident Evil, das siebte war für mich noch machbar, aber wenn sie jetzt so, ich weiß nicht, mal gucken. Es soll Werwolf-artige Gegner geben, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Ja, ich da heule ich jetzt schon. Ja. Nein, aber ja, und Edward kommt, der glitzert. Ja. Dann heule ich aber. Hey, es kommt jetzt ein neues Buch demnächst raus. Wo ich hab's gehört. Beschrieben wird. Bei Twilight war ja nur die Sicht von Bella. Jetzt kommt die Sicht von Edward. Ich hab's gehört. Also es wird eine neue Zeit des Schreckens. Nein. Beginnt. Ja. Aber ich fand bei den Zombies, reden wir jetzt nochmal, also wir sind jetzt nicht mehr bei Twilight. Nee, ich fand bei den Zombies die Variationen cool. Im zweiten gab es auch diese Ghost Survivor Stories, ich glaube, so hieß der DLC, oder? Ja, das fand ich. Genau. Ah, okay, ja. Da gab es auch diesen einen Zombie, der sich immer regeneriert hat, und der kam ja am dritten vor. Das fand ich geil. Payhead, genau, das fand ich cool. Ich habe mich echt gefreut, den zu sehen, weil ich fand, das war ein cooler Gegner. Die waren extrem nervig, schon weil sie sich regenerieren können, aber. Aber gut, ich fand gerade, deswegen fand ich sie so cool eigentlich. Ich fand die so nervend. Also da hätte ich gerne noch ein paar Variationen mehr sogar gesehen. So ein paar Sicherheitsmänner oder sowas habe ich dann gehofft, dass sie noch kommen. Mhm. Wie auch im Ghost Survivor DLC, wo an manchen Stellen halt kugelsicher waren. Ja, genau, besonders ihre kugelsicheren Westen und dann hier Beinschutz und. Ja, vielleicht noch so ein Helm, dass du von vorne nicht töten kannst. Du musst mir erst ins Bein schießen, dass du so an den Hinterkopf kommst. Die gibt's ja bei Resistance, sind sie ja drin. Ach, ja, hör auf, das gibt's für mich nicht. Wieso? Ich fand den Multiplayer-Modus furchtbar. Total fruchtbar war der. Furchtbar! Die haben jetzt Nemesis hinzugefügt. Nee, es tut mir leid, also die Energie hätten sie lieber in den Singleplayer stecken sollen. Das habe ich jetzt noch gar nicht gespielt, jetzt was da dabei war. Also ich finde den ganz gut gemacht. Natürlich so, wenn du Dead by Daylight gespielt hast, dann weißt du, wie das Ding läuft. Ja, selber halt mit Resident Evil. Ja. Okay. Aber nee, ich fand's nicht gut. Also ich war jetzt nicht enttäuscht davon. Es macht schon Spaß zu spielen, aber ich denke mir, die Energie, das hätte ich doch lieber als entweder eigenes Spiel dann gehabt, wo ich mir da aussuchen könnte, ob ich es mir hole oder nicht. Höchstens mal vielleicht ein Level oder sowas beim Dreier dabei, als so eine kleine Demo oder sowas. Aber ich hätte die Energie und das Geld und die Zeit doch lieber in den Singleplayer. Ich glaube, die haben halt gesagt, okay, sie müssen noch irgendwas nachliefern. Weil nur das Spiel können sie nicht bringen für Vollpreis oder sowas. Also das wäre ein bisschen. Das wäre wirklich zu viel gewesen. Da fehlt einfach zu viel. Ich finde, da fehlen Gebiete, da fehlen Gegner und die Bedrohung von Nemesis ist nicht so, wie es beschrieben wurde. Ja. Wenn man dann weiß, dass, wenn er kommt, dass das im Endeffekt geskriptet ist. Wobei Nemesis trotzdem fand ich super. Seine Auftritte waren cool, seine Verwandlungen waren geil. Also seine zweite Form sah echt cool aus, fand ich. Und die dritte Form, boah, Alter, das war ein Vieh. Ja, das stimmt. Das war so richtig schön abgedreht dann, wie mal mit der Railgun da gegen dieses Ding kämpfen muss. Ich fand das so geil. Gab's im Original auch nicht. Im Original musstest du den ja in so eine Laserschranke da führen, damit du den dort erstmal schön fixierst. Nur schön gebraten wird. Ich find's nur schade, dass sie Chills legendären Spruch rausgemacht haben. Die sagt ja, bevor sie Nemesis killt, sagt sie du willst Stars, ich geb dir Stars und schießt dann ein paar Mal in den Kopf. Ja. Das hätte ich so geil gefunden. Ja, das stimmt, ja. Da. Ich find's gut, dass mit der Reihe, also allgemein, das, was wieder passiert, dass die,
ja, dass eine richtige Wiederbelebung kommt und nicht nur, dass die Titel einfach nur ausgeschlachtet werden, wie sie halt vorgemacht worden sind, immer in so Remakes, wie man es halt kennen oder ne, wie man es schon wusste, auf PlayStation, auf Xbox und so weiter und so fort, ne, wo man einfach das nur portiert hat von vom GameCube oder was weiß ich, ne. Und also da habe ich schon gedacht, so okay, ja, ein bisschen schwach, jetzt wird halt das einfach nur noch bis zum Geht nicht mehr ausgeschlachtet, bevor was Neues kommt. Gut, dann kam der siebte, der ja die Reihe wieder belebt hatte. Die Remakes haben für mich auch sehr viel Sinn gemacht. Aber jetzt muss man mal gucken, wie Village dann, was da passiert. Und dann natürlich, was sonst noch so ist. Ja? Und allgemein, wie gesagt, weil Resident Evil ist halt immer noch so ein Titel, das kennt man halt schon teilweise. Ja, bei mir war es noch halt, ich weiß gar nicht wann, es war ja noch die Jugend, gerade erste, der war ja im Prinzip allein schon durch den Live-Action-Trailer, der am Anfang war, so krass. Den musste ja jeder gesehen haben und da hat sich jeder geärgert, dass sich dann quasi die Version geholt hat, die dann im Prinzip nicht, die das Ganze gar nicht gezeigt hatte, die Brutalität, weil es ja einfach nur ein Splatter-Film war am Anfang. Und ja, trotzdem sehr cool gemacht. Fand es auch cool. Gerade zuletzt hat einer mal wieder The Evil Within gespielt. Und da ist ja auch gleich am Anfang so eine kleine Hommage an Resident Evil 1 und so weiter. Wo er auch quasi den allerersten, ja, sag mal. Ach ja. Ja, Zombie-Dorf. Nach dem Absturz da vom Krankenwagen meinst du? Ja, genau. Und der dreht sich so dann um und ja. Und der erste Teil ist voll mit sowas. Ja, ja. Wenn du mal überlegst, der. Ja, die Villa sieht fast eins zu eins so aus wie die Resident Evil Villa. Ja. Ja, und ja, was mich jetzt noch freuen würde, es war jetzt kein Capcom-Titel, aber wenn man mal wieder, und es ist ja irgendwie, hört man ja dauernd mal wieder was durch, dass auch Silent Hill wieder neu belebt werden soll. Ja, da ist jetzt auch tatsächlich was bestätigt worden. Aha. Also es ist da wirklich was in der Mache aussieht. Oder auf jeden Fall mal ein Versuch. Okay. Schauen wir mal. Wäre schön. Würde ich feiern, weil Silent Hill fand ich immer ziemlich cool. Auf jeden Fall. Ich fand die Gegnertypen sehr cool. Ich fand allgemein die Aufmachung immer richtig nice, ja. Und selbst die Verfilmung fand ich gut. Also die erste zumindest. Ja, die erste war echt cool. Auch wenn da... Der erste war gut. Eigentlich sollen die Gegner immer so ein bisschen auf die Psyche anpassen, aber... Ja, da hat man irgendwie auch, der Typ da mit dem Ding auf dem Kopf und dem Schwert, der ist cool, den bauen wir irgendwie ein. Ja, ja. Ja, nur das Zelda funktioniert nicht unbedingt so. Dann die Krankenschwestern und so weiter und so fort. Ja, die war schon sehr abgedreht einfach. War so der Anfang von den, sag ich mal, kranken Charakterdesigns dann und ich denke, da haben sich sehr viele dann später ein Beispiel dran genommen, einfach. Um das halt noch ein bisschen, das war schon mehr auf Psyche halt. Merkst du bei The Evil Within, ein Typ, der einen Safe auf dem Kopf trägt und einen riesigen Hammer mit sich schleppt. Ja, ja. Ja. Also bitte. Ja, ja. Was ich feiern würde, Remake-technisch, wäre Dino Crisis. Oh ja. Mit heutiger Grafik. Ja. Der erste Teil war so gut. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dino Crisis, ja, würde ich auch feiern, definitiv. Aber den zweiten Teil kannst du auch so spielen. Bisschen. Ja, der zweite ging auch noch, da war halt mehr Action. Aber der dritte, der gab's nie. Den gab's nicht. Den gab's nie, ne. Gab keine Dinos in Space. Nee, das gab's nie. Gab's nie. Verdränge ich immer noch. War traurigerweise meine erste Erfahrung mit Dino. Da habe ich gedacht, was für eine scheiß Serie, wie konnte man daraus nur drei. Ich habe es vom Freund geschenkt bekommen. Ach, der fand das irgendwie cool. Ich meine, die Idee klang. Ich dachte, das ist ein Trash-Game, cool. War aber nicht mal als Trash-Game war es gut. Und irgendwie habe ich dann den ersten für die PS1 mal in die Finger gekriegt, habe gedacht, sieht ein bisschen anders aus. Ach komm, 5 Euro holen wir es. Und habe mir nur gedacht, wow, geil. Wie konnte man die Reihe nur so verkacken? Den ersten, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, da hatte ich nämlich schon, da war ich gerade zu dem Zeitpunkt bei der Bundeswehr und
Dann hattest du auch einen Einsatz auf einer einsamen Insel. Richtig, genau. Richtig, war genau 1:1 das Setting. Ja. Isla Bonita, genau. Nee. Isla Bonita. So ähnlich, ja. Und dann kam der Brontosaurus Rex, wo wir da gerade mit dem Jeep rumgefahren sind. Nee, Spaß. Nee, und dann... Da war so ein Typ mit Brille, der irgendwas von einer Chaos-Theorie gefaselt hat. Da haben wir dann erstmal niedergeschossen. Das ist aber kein Spiel, das ist Jurassic Park. Ja, das hat... Das basierte darauf. Das ist Realität. Thomas, das war Realität. Gut, dass damals einer mit der Kamera dabei war. Genau, richtig. Ich war der, wo da gesagt hat, guck mal da, hier, ich habe eine Mücke gefunden. Na, guck mal, die hat was Goldenes am Arsch hängen. Das entsteht. War so das Ding, wo der T-Rex ausgebrochen ist? Guck mal, die Mikto. Ja, kannst du damit was anfangen? Die Mikto. Die Mikto ist ingeharzt. Ja, voll ingeharzt, geil. Ja, so, nee. Oh, wir haben die DNA-Probe gesammelt. Scheiße, wer hat die weggekippt? Das war der Praktikant. Guck, dass du mach irgendwas. Wichsens Reagenzglas, was weiß ich. Deswegen sehen die alle so ein bisschen aus wie der Markus. Oder wie Samuel L. Jackson. Was? Was? Genau. Okay. Ja, nee, und dann, genau. Ja. Bundeswehr, das war freitags, ich bin gerade heimgefahren. War aber super müde, war eigentlich total fertig. Habe mir aber vorgenommen, auf jeden Fall auf dem Weg noch im Mediamarkt vorbeizufahren, um mal Dino Crisis zu holen. Bin da tatsächlich in kurzen Sekundenschlaf verfallen und habe da mal 2-3 Bahnen gewechselt. Gott sei Dank war die mehrspurig, die Autobahn in dem Moment. Und ja, als ich da aufgewacht bin, also als ich dann wieder bei mir war, habe ich nur gedacht, ach du Scheiße, jetzt fährst du mal. Genau, ein T-Rex, jetzt fahr ich mal rechts ran. Aber das war genau an dem zu dem Zeitpunkt, wo Dino Crisis war, ich nämlich noch. Weil da habe ich erst gedacht, oh, komm, ich glaube, ich fahre gleich heim oder so. Aber da habe ich gedacht, nein, fahre den nächsten Rastplatz an, ruhe mich erstmal aus, vertrete mal ein bisschen die Beine und dann geht's zum Mediamarkt und dann, ja. Sehr interessante Geschichte. Auf Wahnsinn. Jeden Fall, ich wollte es unbedingt mal loswerden. Möchte ich bitte mal verfilmt haben. Möchte ich verfilmt haben. Dann schreib das Drehbuch dafür. Ja, mache ich, kein Problem. Und Samuel L. Jackson übernimmt die Rolle von Markus. Oh Gott. Ich muss da ihm viel zahlen. Und Til Schweiger ist das Auto. Oh Gott. Ja, genau. Und die Crew von Cobra 11 soll das Ganze halt natürlich in Szene setzen. Genau. Und dann kam der Sekundenschlaf. Boah. Explosion. Dreifacher Überschlag. Mit Fahrrad. Und dann war ich wieder auf und denk, war was? Dann steht es auf einmal auf dem Parkplatz. Oh, Glück gehabt. Und hinten hat ein Atomkraftwerk gerade explodiert. Und ein Flugzeug, das in eine Schule einschlägt, wo gerade jede Menge Welpen zur Welt gekommen sind. Ja, genau. Schön, der Gedanke gefällt mir. Okay. Das ist ein Meisterwerk. Scheiß auf den Podcast, wir machen jetzt einen Film. Richtig, genau. Hab ich schon noch ein Mitspracherecht? Nein, du hast auch für den eichhörnchen Film von Paul und von mir kein Mitspracherecht gehabt. Da will ich auch kein Mitspracherecht haben. Du hast verpasst eine Filmsaga. Sag's dir, Thomas. Eine Filmsage. Wir haben 20 Filme über 40 Jahre geplant. Ich hab da gesagt, ich schick die Sachsenbiber vorbei, dann ist nichts mit Eichhörnchen mehr. Du, wir bauen extra für dich Nazi-Eichhörnchen ein, also sei froh. What? Da brauch ich auch niemand mit dabei. Nicht mehr? Nee. Oh, da hast du die besten Ideen verpasst. Da brauchst du noch dabei, ich hab's irgendwie verdrängt. Wir haben jetzt auch keine Community-Niere mehr bei uns bei For You, wir haben jetzt eine Community-Eichel. Ach du Scheiße. Es wird nicht besser. Ja, das muss man anders auslegen. Also wir brauchen jemanden, der das bildlich sehr gut in Szene setzt. Aber das ist ein anderes Thema. Habt ihr noch zu Resident Evil 3 irgendwas zu sagen? Irgendeine Anmerkung? Anekdoten? Anekdote? Nee, eigentlich nicht. Zumindest würde mir jetzt keine Anekdote einfallen. Ja. Wenn wir den Podcast nicht länger machen als das Spiel. Ja gut, das erste Drittel vom Spiel haben wir abgedeckt. Ja, richtig, genau.
Nee, war mal wieder ein rundes Remake, ja. Also konnte man machen. War definitiv nicht überflüssig, würde ich sagen. Kann man machen. Ja. Ob es jetzt das Resistance gebraucht hätte, kann ich nichts dazu sagen. Habe ich selber nicht gespielt. Ja, wie gesagt, ich hätte mir auch da vielleicht ein bisschen mehr gewünscht. Ein bisschen länger hätte es schon gehen können, definitiv. Ich finde sowas. Ja, sie hätten. Also für Vollpreis, ja. 6,5 bis 7 Stunden ist halt wirklich. Ah, für Vollpreisspiel. Ja, das ist halt schon. Es ist too much. Es ist too much. Absolut. Aber Resistance ist kein schlechtes Spiel, aber man hätte das auch canceln können und da die Ressourcen, die man für Resistance genutzt hat, auch in Resident Evil 3 reinstecken. Man hätte es auch patchmäßig immer erweitern können. Wie gesagt, eine Episode, ein paar Charaktere rein, dann immer wieder ein bisschen was dazu. Oder man hätte es einfach ein bisschen größer machen können. Oder man hätte es lassen können. Ja, es ist halt nicht so wie bei Resident Evil 2, da hast du ja trotz allem noch die zwei Durchläufe da mit den Charakteren. Ja, das stimmt. Da ist ja trotzdem ein spielerischer Unterschied. Das sind ja Gebiete, wo du mit dem jeweils anderen so nicht siehst. Also da kann man schon sagen, da lohnt sich der zweite Durchlauf noch. Ja. Das hast du hier halt jetzt nicht. Das hast du jetzt hier halt nicht. Das ist eben so Satanus Potenzial. Ich hätte es auch okay gefunden, wenn sie eine Chill-Kampagne gemacht hätten für den normalen Survival-Horror und dann halt eine für ein bisschen mehr Geballer mit Carlos. Hätte ich auch okay gefunden. Wenn sie die halt so gemacht hätten wie das Krankenhaus. Das halt siehst, was jetzt in der Zwischenzeit war. Ja, hätte man machen können, aber ich glaube... Bis heute kann mir keiner erklären, warum Carlos am Anfang mit dem Raketenwerfer steht. Weil fucking Carlos ist, verdammt. Ach so, okay. Deswegen hat er einen Raketenwerfer. Ja. Raketenwerfer und 3 Wettertaft. Genau. Ja, genau. Ja, also, guckt ja den noch. Also, warum? Also, ne, Chill ist ja noch wenigstens ziemlich getreu getroffen, ne? Ja. Man hat es ja nicht großartig verändert, auch frisurtechnisch. Aber was war mit Carlos los? Ich meine, klar, man muss mir jetzt nicht so die ganz glatte Frisur, wie er sie jetzt der Lockenkopf, warum? Ja, wahrscheinlich guckt, was finden Frauen heute sexy? Ich glaube, das erste Mal, wo sich Jill und Carlos getroffen haben, dachte, wie machst du das noch mit deinen Locken? Ja, das ist ein Rezept. Gibt mich auch ein Wunder, dass er überhaupt Nemesis getroffen hat mit den Fransen da vor der Fresse. Wahrscheinlich hat er auf jemand anderes gezielt. Im Stream haben sehr oft gerade die Frauen gerade, was für schöne Locke und was für schöne Frisur. Was gedacht, Alter. Ja, der hat auch eine schöne Frisur. Mein Gott. Ja. Aber wenn wir gerade beim wie fandet ihr Brad? Der Pilot aus dem ersten Teil. Ich fand einen Otto-Normalverbraucher. Sehr gut. Für mich der perfekte Otto-Normalverbraucher. Ich dachte jetzt eigentlich so ein bisschen seinen Auftritt. Sein Ende. Ja, hatte ein bisschen mehr Eier als im Original. Ach so, ja. Aber dafür hat er weniger schlucken müssen. Ey, er war so blöd und hat sich infizieren lassen. Ja, beim Original auch. Im Original hat er überall Bissspuren gehabt. Ja, stimmt. Da wäre er so oder so dran gestorben. Ja, stimmt. Nemesis hätte ihm im Original wenigstens den Target durch den Kopf geschossen. Schön fand ich es im dritten Teil, dass er halt da immer noch, weil es ja natürlich parallel spielt zum zweiten, dass er da halt immer noch die Sachen halt da drin hatten. Ne? Einmal noch mit dem Polizisten, dass du gesehen hast, wie er sich schwer verletzt hat und so weiter. Dann auch natürlich der Waffenladenbesitzer, dass du den gesehen hast nochmal und so weiter. Da hast du dir auch fast schon gewünscht, was ist mit der Tochter jetzt eigentlich und so was. Ja, das war noch sowas hätte ich mir im zweiten als DLC gewünscht. Da war ja mal was, dass du den auch irgendwie nehmen konntest als Charakter oder so. Da gab es nichts, weil das hätte ich interessant gefunden, dass da so eine Side-Story, wie die Tochter da infiziert wurde, wie er mit ihr lebt und so weiter und so. Aber es wäre wieder was. Vielleicht wirklich noch, weil Jill nicht aufgepasst hätte und sie deswegen gebissen wurde. Das wäre noch so richtig, so ein bisschen die Schuldgefühle ins Gesicht schlagen. Ja, du warst so blöd, das Kind zu beschützen, deswegen wird es sterben.
Ja, aber er hatte ja keine Schuldgefühle gegenüber ihr. Das ist ja das Ding. Nein, nein, ich habe ja gesagt, es wäre ja cool gewesen, wenn du auch irgendwie so eine Szene hast, du geholfen hättest und nee. Weil du halt ihm geholfen hättest, ist die Tochter halt infiziert worden. Ja, ich glaube aber eher, dass die Tochter schon vorher infiziert worden ist, bevor Jill überhaupt auf Kendall trifft. Ja, war sie ja, aber wenn sie sowas gemacht hätten, dass sie halt danach erst infiziert, nach dem Treffen. Ja, sie hätten zeigen können. Hätte Fahrradkette, stimmt. So. Eine Fahrradkette. Sie hätten zeigen können, wie die Tochter ist. Die nächste Waffe im nächsten Teil. Eine Fahrradkette. Richtig, genau. Also wenn Christy benutzt, kann ich mir vorstellen, dass er damit richtig reinhaut. Ich meine, mit bloßen Fäusten verprügelt der Felsen. Stell dir mal vor, was er macht, wenn er eine Fahrradkette hat. Agent 47 würde seine Klavierseite wegschmeißen, wenn er eine Fahrradkette gehabt hätte. Och, geil, echt chrom. Aber Quish hat auch im siebten Teil gar nicht mehr seine Muckis. Würde da irgendwas wegschlagen. Ach, das... Ach, sei einfach ruhig. Also ich sag's nochmal, er hat im siebten Teil seine Muckis verloren. Er wurde entschlackt. Wie würde da irgendwas weghauen? Er kriegt jetzt so eine Powerfaust, wie der in dem zweiten DLC. Der kriegt er nicht. Der war geil, der zweite DLC der fand ich so geil. Die Zombie, die Mutantenboxen. Ja. Gott, war der gut. In VR hat das so Spaß gemacht. Stimmt, ja, ach Gott, ja. Ja, den so spielt sie jetzt auch im 8. und boxt die Hexe einfach. Ja, das wäre was, das wäre wirklich was. In die Fresse. Ja, ich meine, ich bin absolut mal gespannt, was da kommt. Ich bin auch mal gespannt, was was passiert mit dem nächsten, mit dem Horror-Titel da von. Wie heißen sie nochmal, die wo Until Dawn gemacht haben und so weiter? Ach, Little Hope meinst du? Ja, oder das was? Auch, ja. Little Hope? Nein, das wäre jetzt kein guter Name für ein Entwicklerstudio. Little Hope. Entwickelt von Little Hope. Mit Last Hope wäre schlimmer. Ja, aber ein bisschen Hoffnung haben, dass sich das gut verkauft. Aber nur ein bisschen. Oh Gott. Es kommt noch so wie. Da bin ich mal gespannt, weil zuletzt habe ich auch bei jemandem im Stream mal wieder Until Dawn geguckt. Dadurch hatte ich richtig Bock mal wieder auf Until Dawn oder auch Man of Medan. Ja, aber auch auf den Teil habe ich Bock drauf, ne? Weil es ist eigentlich, es war jetzt vom Horrorgrad gibt es wesentlich krassere Sachen. Trotzdem finde ich die Erzählweisen ganz cool, ne? Hat immer so ein bisschen Trash-Faktor dabei. Muss auch manchmal lachen, wie abstrus manche Sachen so sind, gewisse Situationen. Aber trotzdem, sie haben was, ja? Und ich mag das. Also ich habe das gemocht bei Until Dawn, gerade mit dem... mit dem etwas zwielichtigen Psychologen, da war es ja der, wie haben sie ihn genannt bei der Kurator. Der Kurator, genau. Ja, und bin mal gespannt, wie sich das weiter halt so zieht. Ich hoffe nur, dass sie jetzt demnächst, weil ich sehe dauernd Werbung und denke mir immer, ja, Sommer, jetzt haut mal raus, wann kommt das Teil raus? Genauso wie... Ja, wahrscheinlich hauen sie es dann einfach so raus. So, jetzt ist es draußen. Spielt halt oder nicht. Wahrscheinlich, ja, genau. Das könnte ich ja auch gut vorstellen. Was ich eigentlich gar mal schlecht finde. Ne? Gab es ja auch schon Titel, wo jeder gedacht hat, ja, wann kommt es jetzt? Und dann war, tada, heute ist rausgekommen. Ja, haben sie ja meistens so um die Zeit. Du warst ja mit Mafia. Gemacht. Mafia haben sie nur gesagt, ja, Mafia ist was geplant. Ihr habt das. Ja, habe ich auch gedacht. Oh, das ging aber ein bisschen schnell. Ja, aber ich habe nur gedacht, so, oh, okay. Und da habe ich dann aber nur überlegt, okay, wenn es jetzt noch einen passenden Preis hat und nicht gleich so teuer, dann wäre es eine Überlegung wert. Aber ja, nee, der Einser, ja, definitiv bin ich voll dabei, aber anderen Teile, ja, Zweier, vielleicht mal im Sale irgendwann. Den habe ich noch zu gut im Kopf und der Dreier, ja. Den habe ich mal übrigens mal wieder trotzdem runtergeladen, hatte ich ja eh den Season Pass gehabt und da war dann auch, da steht jetzt allgemein dann bei mir Definitive Edition oder wie es heißt. Aber egal, darum geht es ja jetzt nicht. Dann kommt Resident Evil, die Definitive Edition. Oh Gott, ich auch so geil vorstellen. Mit den ganzen Editions. Ne? Was soll das? Was soll das? Ne? Man nennt es halt, der Quark haben wir schon oft genug rausgebracht, wir nehmen es nur ein bisschen anders mal wieder.
Hardcore Definitive Edition Extended. Die definitive Definition. Definition. Auf Definitive Edition. Uncut. Hardcore. Survival. Extrem. Extreme. Uncut. Uncut. Ja, wie hieß es nochmal? Das habe ich mir nur damals geholt. Das war bei dem Spiel Dead Rising. Genau, gab es ja auch mal ein schönes DLC. Und jetzt kommt drauf an, welches genau, Dead Rising. Das war das Dreier. Da habe ich mal das nur wegen dem Namen geholt. Und es hieß, Moment, ich muss gerade mal gucken. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Dead Rising, oh Gott. Drei, irgendwas. Es hieß, es hat den super Namen Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X plus Alpha. Wir haben das, glaube ich, bei der E3 angekündigt und es kam auch, glaube ich, auch direkt an der E3 auch raus. Ich habe gesagt, ja, safe. Es gekauft. Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X plus Alpha. Wer kommt auf die Namen, ey? Wer kommt auf die Namen? Ja, ich habe es halt extra so, weil, war halt sehr arcade-lastig und die haben da auch noch ein paar Street Fighter Leute noch mit reingebracht. Gut, die waren ja eh immer mal so kleine Skins dabei oder sowas, wo man sich anziehen konnte. Ja, im vierten Teil hast du es ja auch mit Street Fighter. Street Fighter Charakteren, auch mit Capcom. Würde ich auch feiern, wenn da mal wieder ein neuer Teil kommen würde. Ja, aber die haben das Studio geschlossen, also da mal was Neues kommt, ist, haben sie geschlossen. Das haben sie ein Jahr nach dem Dead Rising 4 auf der PS4 rauskam, haben sie es geschlossen. Ja. Hat Capcom die vor den Tisch gemacht. Morgen kommt übrigens, aber egal, das können wir auch noch nach dem Podcast quatschen. Weil nicht mit dem Flo. Nein, mit dem Flo nicht. Egal. Gut, okay, also wir haben ja soweit auch alles jetzt belabert, was es zu Resident Evil 3 auch von unserer Seite zu belabern gab. Und bevor ihr euch jetzt noch Off-Talk von der Länge von Resident Evil 3 anhört. Ja, das stimmt. Beenden wir den. Also danke an euch beide, dass ihr dabei wart. Gerne. Und ja, vielleicht beim ersten DLC, keine Ahnung, ob dafür Resident Evil 3 einer geplant ist, vielleicht. Ganz ehrlich, bevor ein DLC Download-Content kommt, machen wir Dark Souls dazwischen. Ja, stimmt, Dark Souls ist auch noch geplant. Ach ja. Gott, egal. Macht's gut, Leute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schaut beim Lautschmer oder beim Game Night auf den Kanälen vorbei. Die verlinke ich unten in der Videobeschreibung oder bleibt bei For You. Bleibt definitiv nicht bei For You. Darauf habe ich gewartet. Vielen Dank, du Drecksack. Also, Game Night LP. Ich hätte jetzt gedacht, dass sowas vom Lautschmer kommt, nicht vom Thomas. Enttäuscht mich ein bisschen. Also schaut nur bei Markus rein. Genau, Twitch vorbei, Follow, Sub, was auch immer. Live genau, lasst Donations für ihn da. Donations, genau. Finanziert ihm einen rosa Gaming-Sessel. Ein rosa? Ich habe gedacht, die gibt's nicht in rosa. Stimmt, die gibt's auch nicht in rosa. Ja, habe ich ja schon gefragt. Dann finanziert ihm die Farbe dafür. Ja, genau. Als nächstes kommen die Kitten-Headsets. Ja. Die will ich mir die ganze Zeit eins holen. Aber es ist auch eine andere Sache. Macht's gut, bis dann und ciao. Tschüss.